Niemand weiß genau, wie viele Qigong-Arten es gibt. Mögen es 1000 sein. Genauso gut weiß niemand, wie viele Qigong-Übungen es gibt. Es mögen vielleicht 50.000 sein. Die Frage lautet dann, wie verschaffe ich mir hier einen Überblick und was sind die wichtigsten Übungen? Um diese Frage beantworten zu können, ist es erforderlich, die Übungen nach folgenden vier Kriterien zu unterscheiden. Sie lauten steigen und sinken, öffnen und schließen. Steigen ist Yang, sinken ist Yin. Öffnen ist Yang, schließen ist Yin. In diesem Film lernen Sie eine Grundübung für Steigen und Sinken. Die Übung heißt Himmel und Erde berühren. Sie macht den Menschen durchlässig für die Energien des Himmels und der Erde und reichert das Qi im Körper an. Ich werde Ihnen die Übung jetzt gleich in zwei Sets von jeweils 4,5 Minuten vorstellen. Die Ausgangsposition ist die Wuxi-Haltung. Den Himmel stützen, die Hände wenden. Die Erde stützen, die Hände wenden. Vor der Brust wenden. Den Himmel stützen, wenden. Die Erde wahrnehmen und stützen, wenden. Stellen Sie sich für das Senken einen leichten Widerstand unter Ihren Händen vor. Wenn Sie die Hände heben, stellen Sie sich vor, dieses geschieht mühelos, als ob die Hände von selbst steigen. Senken ist Yin. Wir verbinden es mit einem leichten Widerstand. Steigen ist Yang. Das geschieht mühelos. Diese Vorstellung begleitend zu der Bewegung beruhigt den Geist und erdet und senkt die Werte. Lassen Sie, wenn Sie die Übung kennenlernen, in den ersten Wochen den Atem frei fließen und gehen Sie erst später dazu über, einatmend bis zur Brust zu heben, ausatmend zum Himmel zu strecken, einatmend bis zur Brust zu senken und ausatmend zum Boden zu gehen. Einatmen bis zur Brust, ausatmen bis zum Himmel, einatmen bis zur Brust. Ausatmen bis unter den Nabel. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu tief atmen. Über die Monate der regelmäßigen Praxis wird der Atem sich von selbst vertiefen.
Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit nachzuspüren. Überprüfen Sie, wie hat sich mein Fühlen verändert? Wie fließt der Atem? Wie kreist die Energie? In welcher Region meines Körpers fühle ich mich jetzt am wohlsten? Wo entdecke ich vielleicht ein leichtes Prickeln, ein angenehmes Pulsen, Wärme? Diese Pause in der Wuxi-Haltung zwischen dem ersten und zweiten Set ist genauso wichtig wie die eigentliche Übung. Diese Übung gehört zum Grundprogramm eines jeden Qigong-Praktizierenden. Sie sollten diese beiden Sets, die zusammen 10 Minuten dauern, täglich einmal üben. Lassen Sie Ihre ganze Achtsamkeit in Begleitung mit Ihren Händen durch den Körper emporsteigen und sich durch den Körper absenken. Ihre ganze Achtsamkeit, Ihr Atem, Ihr Fühlen steigt auf im Körper. Und senkt sich wieder ab. Auf diese Weise lösen Sie alle Blockaden im Körper. Mit der Zeit werden Sie feststellen, wie sich die Achtsamkeit in Fühlen verwandelt. Das bedeutet, Ihr Fühlen senkt sich im Körper ab. Und Ihr Fühlen steigt im Körper auf. So wird der Körper gefühlvoller. Das bedeutet wiederum, dass Sie mehr Energie bekommen.